Ich heiße Feechen. Willkommen, Stormtrooper. Dies ist mein Let's Play. Als würde jemand meinen Schädel mit einem Presslufthammer bearbeiten. Bist du sicher, dass es hier ist? Das ist die Adresse aus dem Bericht. Gut. Okay. Dann mal los. Tschüss. Wir durften dieses Mal fahren? Ach so, Hank ist ja betrunken. Die heißesten Androiden der Stadt. Jetzt weiß ich, warum du unbedingt her wolltest. Oh Mann. Hat er nicht gebracht. Willkommen im Eden-Club. Okay, hier gibt's auch Ladies. Er hat doch nur geguckt. Ich hatte echt nichts damit zu tun. Ich kann Ihnen noch nichts sagen. Hey, Hank! Hey, Ben, wie läuft's denn so? Es ist das Zimmer. Oh, übrigens, Gavin ist auch da. Oh, toll. Ein toter. Wir können ja hier mal ein bisschen gucken. Genau das, was ich brauche. Oh! Lieutenant Anderson und sein Plastikfreund. Was wollt ihr beide denn? Oje, oje. Wir bearbeiten alle Fälle mit Androidenbeteiligung. Ach ja? Tja, ihr verschwendet eure Zeit. Warum? Nur ein Perverser, der mehr bekam, als für ihn gut war. Wir sehen uns trotzdem mal um, wenn's recht ist. Na los, gehen wir. Irgendwie riecht sie doch nach Alk. Nacht, Lieutenant. Ich hasse den Typ. Ja, was ist mal den Typ hier? Wen haben wir denn hier? Graham Michael. Geschätzter Todeszeitpunkt 1824. Und was haben wir hier? Schwere Blutergüsse, Würgemale, Todesursache, Ersticken. Herzstillstand, keine Anzeichen eines Herzanfalls. Herzanfall, nicht Todesursache. Okay. Was können wir hier rekonstruieren? Moment, das war zu weit hier. Er wurde erwürgt, ja. Irgendwie konnten wir uns das selbst zusammenreimen. Aber? Todesursache war kein Herzinfarkt. Er wurde erwürgt. Ja, er hat Druckstellen an seinem Hals. Aufstehen, analysieren. Aber das beweist gar nichts. Vielleicht. Oh je. Selektor 5402 schwer beschädigt. Biokomponente. Wir übersehen irgendetwas. Kannst du den Speicher des Androiden auslesen? Wow, hey, 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 hey! Ah, oh, Connor, das ist ekelhaft! Er spricht mir aus der Seele. Ich muss gleich nochmal kotzen. Blaues Blut. Ja. Modell, Seriennummer. Reaktivierung erfolgreich? Der einzige Weg, um auf seinen Speicher zuzugreifen, ist, ihn zu reaktivieren. Schaffst du das? Oh. Er ist schwer beschädigt. Wenn es klappt, habe ich nur eine Minute. Eher weniger. So. Ich hoffe lange genug, um etwas erfahren zu können. Fantastisch. Also wieder so eine Zeitmission.
Das wird... Okay, wir müssen also schnell Entscheidungen treffen. Ganz ruhig. Es ist alles in Ordnung. Wir wollen nur wissen, was passiert ist. Ist er tot? Sag mir, was passiert ist. Er fing an, mich zu schlagen. Oh, Scheiße. Wieder und wieder. Hast du ihn getötet? Nein. Nein, ich war das nicht. Warst du allein im Raum? War noch irgendjemand bei dir? Er wollte zwei Mädchen haben. Das wollte er. Wir waren zu zweit. Wo ist der andere Android hin? Hat er etwas gesagt? Scheiße. Da war noch ein Android. Okay, aber das, die Info... Das ist vor mehr als einer Stunde passiert. Der ist längst weg. Aber das ist wichtig. Nein. In dem Aufzug konnte sie nicht unbemerkt nach draußen. Sie könnte noch hier sein. Oh, shit. Würdest du merken, wenn von diesen Androiden hier einer ein Abweichler ist? Abweichler sind schwer zu erkennen. Oh, scheiße. Da muss es noch etwas geben. Vielleicht ein Augenzeuge, jemand, der sie aus dem Zimmer kommen sah oder so. Kameras. Ich werde mal diesen Manager fragen, ob er was gesehen hat. Wenn dir was einfällt, sag mir Bescheid. Okay. Kannten Sie das Opfer? Nein, ich meine, er war zwei oder dreimal hier. Ich meine, diese Typen reden nicht gerade viel, wissen Sie. Sie kommen, haben Spaß und gehen dann wieder. Gab es hier schon mal eine mit den Androiden? Nein. Gut. Einmal. Vor zwei bis drei Monaten war eine. Verzeihung, Lieutenant. Könnten Sie mal herkommen? Was gefunden? Vielleicht. Diese Tracy mieten? Verdammt nochmal, Connor, wir haben Besseres zu tun. Bitte, Lieutenant. Oh. Vertrauen Sie mir. Ja, ja. Hallo, 30 Minuten kosten 24,90. Bitte bestätigen Sie Ihren Kauf. Macht auf der Spesenabrechnung aber keinen guten Eindruck. Schön, Sie kennenzulernen. Folgen Sie mir. Ich bringe Sie in Ihr Zimmer. Okay, und was jetzt? Oh, Scheiße, komm. Was zur Hölle machst du da? Oh, wie geil. Okay. Blauhaarige Tracy läuft in Richtung des Eingangs. Geht's nicht weiter? Nee. Sie hat etwas gesehen. Und worauf willst du damit hinaus? Der Abweichler verließ den Raum. Ja. Eine blauhaarige Tracy. Die Speicher der Club-Androiden werden alle zwei Stunden gelöscht. Uns bleiben nur Minuten, um noch einen Zeugen zu finden. Hey, und was soll ich mit der jetzt machen? Sagen Sie ihr höflich ab! Sorry, Süße, das wird doch nichts. Probieren wir den hier. Hoffentlich bringt's das. Nein. Ich habe die Spur verloren. Die ganze Kohle und ich habe immer noch keinen Spaß damit gehabt.
Er sah die blauhaarige Tracy. Ich weiß, wo sie hin ist. Dann hinterher. Hier sind überall Androiden, verdammt. Wie willst du herausfinden, welcher die blauhaarige Tracy gesehen hat? Ich kenne die richtige Richtung. Ich muss nur einen anderen Androiden auf dem Weg finden. Brauchen wir den an die nächsten Kosten. Da ist sie ja. Okay. Wo ist die Sarah rein? Gesehen. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Das ist doch mit Abstand die teuerste Untersuchung meiner gesamten Karriere. Mach schon. Hat auch nichts gesehen? Nein. Ich habe die Spur verloren. Die ganze Kohle und ich habe immer noch keinen Spaß damit gehabt. Nächster. Irgendwer wird schon wissen. Da ist er. Aber gehen wir darüber. Wow. Wir folgen uns das mit dem. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Oh. Er hat nichts gesehen. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Hast du was gesehen? Ja, ich weiß. Los. Wir haben echt nicht mehr viel Zeit. Nein. Ich habe die Spur verloren. Oh Mann. Bin ich die letzte, die wir haben. Okay. Ich dachte jetzt schon, das wär's und wir erwischen sie nicht mehr. Und er hat auch das Zimmer wieder verlassen. Fantastisch. Ja, aber wir überprüfen jetzt einen anderen Zeitabschnitt. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Das ist doch mit Abstand die teuerste Untersuchung meiner gesamten Karriere. Da war sie. Da war sie. Ich weiß, wo sie hin ist. Kommen Sie! Okay. Scheiße, Mann, das ist doch Wahnsinn!
hier rüber und war das hier? Nee, bei Stuff Only, da wo das stand, war es. Also hier durchgelaufen. Warte! Ich übernehme das jetzt. Okay. Wir sind zu spät. Die Lampen. Kommt mir bekannt vor. Sieht aus wie North. Die war es doch gar nicht. Keine Bewegung! Wow! Los, 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 Connor! Oh nein, 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 nein. Wie viele Aufweichler sind hier eigentlich? Komm schon. Los, los, ich muss es schaffen. Ich muss es dieses Mal echt schaffen. Die suchen wir ja nicht. Sie wollten fliehen. Wir können nichts dafür. Sie wollten fliehen. Oh Mann. Warum? Warum hast du sie umgebracht? Connor ist eine Maschine. Mit der Sache zu tun. Aber sie hat mich angegriffen. Also eigentlich war meine Entscheidung, sie gehen zu lassen, sie zu verschonen. Aber wir sind hier Connor. Connor muss Ergebnisse liefern. Als dieser Mann die Tracy tötete, wusste ich, ich bin die Nächste. Ich hatte Angst. Ich flehte ihn an, doch er hörte nicht. Also legte ich ihm die Hände um den Hals und drückte zu, bis er sich nicht mehr rührte. Scheiße. Ja, ich habe ihn umgebracht. Aber ich habe mich dabei nur verteidigt. Ich wollte doch nur leben. Das ist so verständlich. Ich wollte zurück zu meiner Geliebten. Und die Menschen vergessen ihren Geruch nach Schweiß, ihre schmutzigen Wörter.
Aber du... Du hast sie mir weggenommen. Oh nein, was haben wir getan? Ich liebe sie. Ich habe sie geliebt. Sie hat sich... Mein Gott. Sie hat sich umgebracht. Wow. Und wir hätten sie retten können. Wenn wir sie verschont hätten, hätten wir sie retten können und beide gefangen nehmen können oder entkommen lassen. Scheiße. Ich muss sagen, das ist ein Ende, das gefällt mir gar nicht und ich würde es gerne nochmal spielen, nur um's herauszufinden, wie es anders gelaufen wäre. Ob wir sie hätten beide festnehmen können, indem wir sie einfach verschont hätten und nicht einfach geschossen hätten, aber ich gehe da zurück und spiele es nochmal. Ich würde halt echt jetzt, ich muss jetzt mit den Konsequenzen leben und Connor muss jetzt hier mit diesen Konsequenzen, die ich verursacht habe, leben. Und in diesem Sinne, wir sehen uns zum nächsten Mal. Ciao, ciao.